Ich komme gerade zurück am 19.09.2020 von der Corona-Demo Köln am Neumarkt, die jetzt zum Aachener Weiher zieht. Ich habe mit ganz vielen gesprochen, viele vernünftige, nette Leute und sehr viele auch, wo die Medien sich draufstürzen würden und sagen würden, die sind ja total im Irrtum. Die Medien würden wahrscheinlich dann auch sagen, ja, Verschwörungstheoretiker, weil diese Leute die Medien und die Politiker beleidigen und dann beleidigen die Medien halt zurück mit Verschwörungstheoretiker. Ja, das macht der Sache, dass dem Thema Corona und Verhinderung zukünftiger Schweinegrippen und Coronas keinen allzu guten Dienst. Es war ungefähr halb und halb, habe ich den Eindruck gehabt. Und das ist kein gutes Zeichen. Es durften auch Leute reden, da wurden Leute gelobt. Da würden die öffentlich-rechtlichen Medien sagen, wie kann man einen loben, der als Schwerkrimineller verurteilt wurde und so weiter. Also schwierig, ja. Einige haben mich erkannt und deswegen, also das einzige Sachliche, was sie zu dem Thema Corona bekommen, ist ja Corona-Ausschuss, Termin 12, hat auf verschiedenen Sendern insgesamt ca. 100.000 Klicks erreicht. Ab 1:47:22, also Corona-Ausschuss, Termin 12, ab 1:47:22 das Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodak und mir über neue Perspektiven von Gesundheitsreformen, die das Problem an der Ursache lösen, die Gefährlichkeitsüberschätzungen beenden würden. Und das ist das Einzige, was Sie schauen müssen, denn jetzt eventuell geht es zusammen mit einer Partei. Eine Partei. Eine Partei hat uns angesprochen, unsere 20 Formen zu übernehmen. Da könnten wir 20 Millionen Klicks erreichen. Und eventuell 10% bei der Bundestagswahl. Also erste Adresse, Corona-Ausschuss, Termin 12, ab 1:47:22. Das einzig Wichtige zum Thema Corona.